und herzlich willkommen zu Mickeys und Marys Filmuniversum. Heute mit einer niegelnagelneuen Ausgabe zu Mickey und Mallory stellen vor Nummer irgendwas. Und um welchen Film könnte es heute wohl gehen? Ja, um welchen Film könnte es wohl gehen? Es ist schwer zu erkennen. Finde ich wirklich, weil die Schrift ist jetzt nicht gerade leicht zu erkennen. Aber Fraktur muss man lesen können. Wir stellen, wie im Titel ja auch eigentlich erwähnt und schon geschrieben, heute den Film oder die Auflage German Angst aus der Reihe Nummer... Pirolifu Ankert Nummer 5. Nummer 5 vor, ja, genau. Wenn ich Mickey nicht hätte, ich würde es nicht alleine hinkriegen. So, ja, das Mediabook. 5 Stück gibt es davon, von Pirolifu. Wir könnten die anderen jetzt auch rausholen, die stehen drin. Machen wir aber nicht. Nochmal einen kurzen Blick auf unser Hintergrundbild, denn das ist das Poster. Was ist darin? Ergattern gibt. Ne? Es gibt dann auch welche mit signiert, ne? Also wenn ihr Glück habt. Das war bei Let Us Pray war es so. Echt? Entschuldigung, dann nicht, ey, lass doch mal liegen, das soll ja hier unter dem Hintergrund bleiben, ne? So. Und jetzt legen wir dieses wunderschöne Mediabook wieder hin. Denn ja, wie gesagt, das ist. Man kann auch sehr gut erkennen, was das Cover ist, ne? Ich halte es mal. Also was das darstellt. Das wurde ja abgestimmt. Ne? Es gab 5 oder 4 Cover zur Auswahl auf Facebook und das hat gewonnen. Genau. Wie auch bei Let Us Pray, da haben sie auch abstimmen lassen. Pirolifu, Peru. Warum immer Per? Ich verstehe es nicht. So, ja. Nummer 6 ist ja auch angekündigt worden gestern. Genau. Und wie passend. Ich kaufe mir gestern Nummer 5 und Nummer 6 wird angekündigt. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ne? Oder wollen wir erstmal wir tragen erstmal den Spine. Wir fangen erstmal außen an. Das ist falsch. Das übliche Pirolifu. Dann müsstest du es aber so hier zeigen. Oben. Genau. Das ist auch wirklich immer gut angepasst an die anderen. Das sieht richtig gut aus nachher im Regal. Dann haben wir hier den Schriftzug. Und hier unten natürlich der restliche DVD und Blu-ray Seite. Genau. Und dann haben wir natürlich auch noch die Rückseite. Wir haben hier einen Episodenfilm mal wieder quasi. Genau, drei Teile. Nicht zusammenhängende das ist Kurzfilmchen. Der erste Teil, der zweite. Und der dritte. Vielleicht kann man es sogar bei unserer Kamera ganz gut lesen. Und hier unten haben wir die restlichen Informationen. Weil heute geht es eigentlich erstmal nur um die Auflage an sich. Machen wir doch mal auf. Ja. Übernehmen. Das ist dein Mediabook, ich weiß. So, da haben wir gleich mal noch Möpse. Ja. Möpse. Tut uns leid, YouTube, wenn ihr das jetzt erkennt als hier Möpse. Ist die Blu-ray. Jetzt nicht rauswählen. Übrigens der erste FSK 18 Film, ne? Ungeschnitten. Wir können ja gleich mal hier hinten die Blu-ray zeigen und einmal die DVD rausnehmen. Entschuldigung. Die DVD und dann sehen wir hier zwei Frauen. Den Hintergrund. Genau. Kein durchgehendes Bild, aber trotzdem angepasst an das. Ja, und wie erwähnt, der erste Uncut-Film aus Pirolifu mit einer FSK 18-Prüfung, der erst abgelehnt wurde und dann in einer Neuprüfung ungeschnitten freigegeben wurde. Der sechste wird auch FSK 18 ungeschnitten sein. Alle anderen haben ja eine höhere Freigabe bekommen. Dann blättern wir mal kurz durch. Wenn ihr wissen wollt, was hier drin steht, müsst ihr euch das kaufen. Nein, das oder ist hier Markus Stiegler, der viel Mediabooks in letzter Zeit schreibt, über, ich glaube, das Begriff von German Angst, das ja wirklich ein Begriff im Englischen ist. Viel Text auf jeden Fall. Dann hier ein Interview Film mit den drei Regisseuren. Genau, hier ein Interview. Im Gespräch mit Jörg Love Buttgereit, Mikael Dev Kosakowski genau. Und Andreas Sex Marshall. Genau, ich glaube gar nicht so leicht zu lesen, aber auf jeden Fall viel Information, aber wie gesagt, genauere Sachen, da müsst ihr es euch einfach kaufen. Oder ihr findet einen anderen YouTuber. Wir sind jetzt gar nicht drauf eingegangen, auf wie viel es limitiert ist. Und das machen wir gleich nochmal. Was steht da hinten das drauf? Machen wir gleich nochmal am Ende und dann haben wir hier nochmal Ist anscheinend wieder mal aus der Deadline. Genau.
nur gemobst, aber es ist ja nicht schlimm, nicht jeder kauft sich die Deadline. Das Ganze ist auf 4000 Stück limitiert und wir haben, jetzt muss ich kurz mal normal gucken, die Nummer 2247. Da seht ihr das? Da. Über der E1. Ja, eigentlich kommt der Film erst am 15. raus. Zumindest bei Müller. Zumindest bei Müller oder auch allgemein hieß es das so. Natürlich, ne? Es könnte ja auch schon Müller heute im Müller liegen. Wir hatten gestern das Glück, dass es schon beim Medimax rumlag. Einmal, vielleicht auch mehrmals, aber wir haben es noch einmal bekommen. Und ja, also wer bis zu 15 nicht warten mag, kann natürlich sein Glück gerne auch bei den örtlichen Medimax. Also Müller meinte ja, sie kriegen heute Ware und vielleicht dürfen sie es früher rauslegen. Ja, aber das heißt natürlich nichts. Und deswegen, ja. Also wir versprechen es nicht. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Das ist wieder eine richtig schöne, qualitativ hochwertige Auflage von einem Mediabook. Also da haben wir schon deutlich schlechtere gesehen. Ja, auch wenn man hier sagen muss, es ist nicht ganz wieder, also es ist wie schon bei den ersten... Ja, musst du schon zeigen, weil sonst weißt du nicht, was es wie geht. Wie bei den ersten ist hier dieses Uncut-Symbol nicht ganz auf den Spine angepasst. Also bei den ersten ein oder zwei ist er sogar rumgerutscht. Ja. Und das dann... Trotzdem ist es aber gut verarbeitet. Es ist vielleicht jetzt kein... Es kommt jetzt vielleicht nicht an so ein, was nehmen wir da jetzt, ein City-Media-Book ran, ne? CD2, was ja auch sehr dick ist, aber auch gut verarbeitet ist natürlich. Aber es gibt, wie gesagt, auch deutlich schlechter verarbeitete Media-Books. Siehe Zombie-Bieger. Zum Beispiel. Oh, und halt auch natürlich, jetzt komme ich, bin ich gerade raus. Inhaltlich ist es natürlich auch ganz nett. Auch wenn es natürlich vielleicht nur aus der Deadline raus geklaut ist. Ja, das machen sie ja öfter. Aber es stört ja nicht. Nicht jeder kann sich halt letztendlich eine Deadline leisten und oder kann sich die leisten und hat trotzdem Informationen. Also ich finde das gar nicht schlimm. Und ob man nun einfach den Deadline-Text umschreibt oder ob ein neues Interview stellt oder nicht, ist ja eigentlich auch egal, ne? Ob man den Leuten die gleichen Fragen nochmal stellt und dann die gleichen Antworten bekommt. Demnächst kommen noch ein paar Mediabooks. Ja, seid gespannt. Da kommen auf jeden Fall noch welche, denke ich. Also eins auf jeden Fall wurde schon angekündigt. Ich habe den Titel nur leider vergessen. Keine Ahnung. Ich habe ihn vergessen. Es war so. Nee, ich meinte jetzt eher bei uns. Achso, ja noch ein paar bei uns kommen natürlich auch noch ein paar Mediabooks rein, aber ja, das soll es auch erstmal gewesen sein. Kurz und knapp. Tschüss. Tschüss.